Herzlich willkommen an Bord der Ocean Albatros. Sie ist das fast baugleiche Schwesternschiff der Ocean Victory und verbindet die Vorteile eines kleinen Expeditionsschiffes mit der Stabilität und dem Komfort eines größeren Kreuzfahrtschiffes. Das neue Flaggschiff der dänischen Expeditionskreuzfahrtgesellschaft Albatros Expeditions bietet Platz für maximal 170 Gäste und ist das ideale Schiff für Expeditionskreuzfahrten in die Antarktis und Arktis. Auf jeder Seite können gleichzeitig zwei Zodiacs ein- und ausgeschifft werden, was gerade bei Walbeobachtungen zum Beispiel eine besonders schnelle Ausschiffung und große Flexibilität gewährleistet. Ausgestattet mit der sogenannten Polarklasse 6 ist es möglich, ca. 70 cm bis 1,2 Meter dickes einjähriges Eis mit diesem Schiff zu durchfahren. Hier sehen wir die häufigste Kabinenkategorie, die Balkonkabine Kategorie C mit ca. 18 bis 22 Quadratmetern, die sich auf Deck 4 und Deck 6 befinden. Sie verfügt über einen Balkon, ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten und ein Badezimmer. Dazu gehört entweder ein Sitzbereich mit Tisch und Stuhl, einige davon haben auch ein Sofa oder eben zwei Sessel und einen kleinen Tisch. Alle Kabinentypen verfügen über ein Safe, einen Fernseher, einen Kühlschrank, mehrere 220 Watt Stromanschlüsse, USB-Anschlüsse, Bademäntel, Hausschuhe, Toilettenartikel und einen Haartrockner. Die französische Balkonkabine Kategorie E hat ca. 14 Quadratmeter, ein bodentiefes Fenster, was wir halb elektrisch runterfahren lassen können, ein Badezimmer, ein Doppelbett und alle Kabinen dieser Kategorie befinden sich auf Deck 7. Kombinieren Sie die eben gesehene French Balcony Kabine 707 mit der Kabine 709, buchen Sie eine Familiensuite mit ca. 50 Quadratmetern. Zwei miteinander verbundene französische Balkonsuiten, in denen dann noch Platz ist für ein Sofabett für die fünfte Person und ein kleines Wohnzimmer vorhanden ist. Willkommen in der Peter-Fräuchen-Bibliothek. Zwischen bequemen Möbeln und bodentiefen Fenstern finden Sie hier alles, was das Herz begehrt. Sagen, Erzählungen, aber natürlich auch Enzyklopädien oder viele auch Sachbücher über Fauna und Flora bis hin zu Berichten und vielen Herausforderungen von ursprünglichen Expeditionen. Willkommen im Vitus Bering Vortragsraum. Ja, eine Expedition macht natürlich nicht nur das Geschehen an Land und die Aktivitäten aus, sondern eben auch die zahlreichen Vorträge durch Klimatologen, Geologen, Glaziologen, Meeresbiologen oder auch Historiker. Davon gibt es jede Menge hier an Bord der Ocean Albatros, die alle ihr Wissen täglich in fantastischen Recaps und Vorträgen mit Ihnen teilen. Direkt vor dem Vortragsraum befindet sich die Roald Amundsen Lounge Bar. Nachmittags werden hier Kaffee und Kuchen serviert und am Abend verwandelt sich diese Bar in eine gemütliche, warme nordische Bar, die eine große Auswahl an Getränken, Weinen, Cocktails, allem drum und dran bietet. Herzlich willkommen im Hauptrestaurant Jens Munk, wie wir hier sehen, zur Frühstückszeit. Frühstück und Mittag findet in Buffetform statt. Abends gibt es dann Hauptgerichte zur Auswahl, immer begleitet von köstlichen Suppen, knackfrischen Salaten zur Auswahl in à la carte Form. Um den unterschiedlichen Geschmäckern und Ernährungsbedürfnissen gerecht zu werden, können die Gäste hier aus einer Auswahl von Fleisch, Fisch und vegetarischen Gerichten wählen. Nach dem Essen gibt es dann immer noch frisch zubereitete Desserts, die dann das Essen noch mal einmal abrunden.
Auf Deck 8 der Ocean Albatross haben wir das Fridtjof Nansen Restaurant. Frühstück und Mittagessen gibt es hier ebenfalls in kleinerer und vielleicht gemütlicher Atmosphäre in Buffetform. Am Abendessen kann man vorab reservieren und bekommt ein sogenanntes Hot Stone Menü, in dem wir selber unsere Speisen auf einem heißen Stein grillen können. Wem die Aktivitäten an Land noch nicht reichten, der hat hier die Möglichkeit, in den Fitnessraum zu gehen und sich sportlich zu betätigen bei einem fantastischen Ausblick auf die Landschaft oder in diesem Fall die grönländischen Städte. Eine kleine Sauna ist ebenfalls vorhanden und wer es gerne ein bisschen entspannter mag, hat natürlich immer auch die Möglichkeit, sich hier für den Spa eine Anwendung, Massage oder eine Maniküre, Pediküre zu buchen. Auf Deck 3 befindet sich der Otto Nordenskjöld Mudroom. Hier haben wir pro Kabine einen Spind, in dem die Stiefel gelagert werden, die leihweise zur Verfügung gestellt werden, die Zodiac-Westen, die wir vor jeder Anlandung mit dem Zodiac oder jeder Fahrt anlegen müssen. Und da es uns nicht gelungen ist, die öffentlichen Bereiche oben an Deck ohne Gäste zu filmen, gibt es hier noch ein paar Impressionen von Bildern, die wir gemacht haben. Ein fantastisches Außendeck, eine wunderschöne Observation Lounge, von der man direkt rausgehen kann und Wale und Eisberge oder Eisbären perfekt beobachten kann. Genießen Sie's!